Willkommen zu einem weiteren Part Five Nights at Freddy's World oder FNAF World. Ich glaube, ich würde eher FNAF World sagen. Okay, im letzten Part haben wir das Spiel ein bisschen angefangen und wir haben in dieser Zeit genug Geld, um angeln zu gehen. Und wenn ich eine Perle kriege, dann kriege ich 100 Fastball-Tokens. Dann mache ich ja doch einfach mal. Nur, ich habe das einmal gespielt und dieses Minispiel ist wirklich sehr schwer, weil es gibt sehr viele Fische. Scheiße, aber diese Fische ist auch gut. Der gibt dir 50 Tokens. Ja, also, man kann nicht immer angeln gehen, aber ja, hier steht's ja auch. Und ich kann auch jetzt zur Didi gehen und nehme ich einfach mal die zweite Biene, die Neonbiene. Cool. We're at Freddy's, because we need one more. Das ist ja eigentlich dieselbe Freddy, aber egal. Ja, und noch etwas, bevor wir weitergehen, müssen wir noch irgendwo anders sehen, denn es gibt tatsächlich noch einen Boss, den ich übersehen habe. Und die Karte, da müssen wir übrigens diese, wie nenne ich das, diese Tab-Taste, ist es, ich weiß nicht, ob sie auf Deutsch auch so heißt, diese Taste, die links und rechts zeigt, an der linken Seite, da kann man die Karte schon sehen und schön laufen. Und ich habe auch ein bisschen in den Attacken zurückgekommen. Weiß ich jetzt, was das ist, aber dass es hier keine richtige ausführliche Erklärung gibt, finde ich ja schon bescheuert. Weil ein bisschen genauer erklärt, wie die Attacken funktionieren, man muss alles selber herausfinden. Finde ich einmal gut, aber ich hätte es nicht so wirklich gebraucht. Aber was sicher ist, hier ist der allererste Boss. Da mal los! Auto-Checker. Manchmal erstmal Geschwindigkeitssong und weiß nicht, was dieser Borderhaus ist. Munchies. Wechsle ich einfach mal. Alles da. Den Jumpscare soll ich lieber wechseln. Boah, diese Neon-Linie ist aber sehr stark. Guck mal, wie viel Schaden der macht. Wow. Das ist gerade mal die Biene Stufe 2. Das ging ja richtig schnell. Alter Schwede. Was? Was kommt jetzt? Was machst du denn hier? Komm, ich wechsle mal wieder. Ich weiß jetzt auch genau, wie das mit Ganze mit den Gitarren spielen funktioniert bei Bunny. Chica ist ein Komplettheilerin, also die kann überhaupt nicht angreifen. Der kann einmal Multischaden machen, einmal. Das ist schwer zu erklären eigentlich. Aber alle halt. Ja, Hot Cheese kann ich mal machen. Wie lange hält dieses? Ach du Scheiße, ich muss ja schnell heilen. Komm, Pizza will. Yes, ich hab den getötet. Krass, dass es einfach nur so kommt. Jetzt habe ich eine neue Partymitglied namens JJ. Ja, wird langsam Zeit, in meinen Party neu zu mischen, aber ich würde doch erst die erste Gruppe so lassen, weil die mir gerade so gut gefällt. Und dann ja, nehme ich einfach mal Toy Bunny nicht mit. It's me. Den Typen gibt's auch in dem Spiel. So kriegt man einfach so die Charaktere. Ich hoffe nicht alle. Und eine Truhe. Den Chip. Head Start. Chips. Ich glaube, ich muss selbst nachschauen, was das genau ist. Still Set. Ich glaube, JJ ist eher ein Charakter von Five Nights at Freddy's 2 und auch noch von Ich erschrecke mich einfach jedes Mal, es tut mir so leid. Mach Bass Jam. Ja.
Bunny ist richtig stark. Weil einmal mit diesem Bärstern kann er alle richtig stark verletzen und diese Happy Jam noch alle heilen. Das ist richtig gut und das ist ja auch stark. JJ ist, glaube ich, ein versteckter Charakter in Five Nights at Freddy's 2. Man kann ihn kurz sehen, aber ein richtiger Gegner ist es nicht. Und ich habe noch eine Chip gefunden. Alles klar. Die Fans. Ja? Ich weiß, wer du bist. Du Pisser. Aber mehr gibt's ja auch nicht zu entdecken, oder? Oh, doch, 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 doch. 50 Tokes. Das ist nice. Aber sonst gibt's hier nichts, oder? Nein. Ich denke mal nicht. Oh. Ach, und da ist der Typ auch wieder da. Komm, ich bin einfach mal kurz dahin und... Ich habe inzwischen genug Geld, um die andere... Nee, doch nicht. Ja, schade. Look in my eyes. Ich kann dich einfach nicht mehr ernst nehmen. Ohne Witz, ich kann diesen Typen einfach nicht mehr ernst nehmen. Das war die Meme, ich hab gar nichts zu sagen. Die ist einfach zu stark. Und das ist ja gerade mal Stufe 2. Meine Fresse, ey. wo geht's jetzt weiter? Achso, stimmt, dieser Baum. Egal, wo ich hingehe, es führt mich nicht mehr weiter. Dann gehen wir mal in die Welt der Glitches. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich zuletzt rauskam. Ich glaube da, aber ich muss, glaube ich, weiter, oder? Ja. Weil ich glaube, ich war in der falschen Ausgang oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt rauskomme. Oh, was ist das? Ja geil, zweiter Sprunggebiet. Und... neue Gegner. Ah, und ich sehe es jetzt, glaube ich. Ich habe da... Stat-Erhöhung. Angriff und Verteidigung-Erhöhung am Start, glaube ich. Also hier, zumindest statt das so in der Beschreibung kurz. Great! Be sure to press that button behind you to clear the path for late. Ja, das habe ich ja schon. That way you won't leave to take a long way again. Ja, okay, ich habe ja schon den Knopf gedrückt, also ich kann ja jetzt jederzeit drauf springen. Think that's a lot, teens, monster are. This great side effects, whatever was happening to the flip side. Also irgendwelche Monster mit irgendwelchen Effekten sind hier und bla bla bla. Es sieht so aus, du kannst den irgendwie... Oh, der wird sich... Ich bin nicht so gut im Englisch. Ich glaube, er erzählt hier irgendetwas, was wir gerade so wie JJ bekommen haben. You need to find another sometime under the game. And it's probably... Ah, wir müssen ja noch ein Bildschirmobjekt finden und weiterreißen, sonst kommen wir nicht wirklich voran. I had this list here, you will be probably the next Glitch object, yeah. Okay, dann muss ich hier irgendwo den nächsten Glitch finden und du bist selbst ein Glitch, weil... Ich muss wohl anscheinend warten. Bis sowas kommt. Think don't know more play dangerous. You are being played. You are being lead to hopes. Meanwhile, the puppet master is laughing at you. Was? You need this feed put not because you find the clock. Okay, ich muss in ein neues Gebiet kommen und eine Uhr suchen, sagt er. Macht ja ein Sandwich. Alles klar. Wo bin ich jetzt? Ich bin hier irgendwo. Ah, ich glaube, ich muss hier zu die... LOL. Das ist nicht mal ein Glitch-Gebiet. Neue Gegner. Ich glaube, der liegt nicht mehr an. Lange. Ich hab gewonnen. Ja. Die Bienen sind einfach zu stark. Ganz ehrlich. Hab ich
krieg immer so wenig Geld. Ist das schon wieder der erste Boss? Tatsächlich Autoscheibe. Jawohl. Da hätte ich lieber Jumpscare gemacht. Du weißt den mal, du machst mal Jumpscare. Damit der erstmal schön verwirrt. Okay, der ist sowieso nicht lange verwirrt. Und da ist er schon wieder. Wow. 300 Erfahrung. Stimmt, wir haben auch gar nicht JJ im Einsatz gesehen. Oh, vergiss es, hier kommt sowieso ein neuer. Phantom Balloon Boy. Was macht er da? Junge. Eins ist sicher, die Musik ist saugeil. Heilung brauche ich. Auf Pizza-Biel. Du kannst mal wieder heilen. Du kannst mal heiße Käse werfen. Boah, Alter, wie lange hält dir das aus? Und von daher, warum ein Phantom ausgerechnet hier? Nein, Fox ist du. Schnell wechseln. Guck, kannst du mal schnell Geschwindigkeitssong machen? Mach mal Anstieg, was ist das? Hat ja gar nichts gebraucht. Okay. Kannst Ballon schießen? Nein, ich wollte heilen. Weißball. Das ist wahrscheinlich diese Überraschungsball. Ja, der ist tot! Boah. Aber Teufel, die wäre auch einer gestorben. Jetzt haben wir gleich zwei Balloon Boys Arten. Okay, JJ ist nicht wirklich Balloon Boy. Aber... es ist ja sowas ähnliches. Dann mache ich mal Barney zu Anführer. Dann nehme ich noch Mangel, den und... nehme Foxy. Hier mache ich mal hier Toy Freddy. JJ, Freddy und Chica. Jamming. Ja, also wo führt jetzt die Reise hin? Ah, stimmt, die Truhe. Heavy Comet Week. Weiß ich nicht genau, was es ist. Es steht auch nicht mal wirklich in der Beschreibung. Aber ich habe jetzt schon 3 Chips. 0 auf 3. Geht flott. Okay. Ohne Witz, aber dieser Legend Baum, das ist auf das Spiel. Also, wir müssen in der Welt ja auf einer Glitch-Bude. Und du kannst auch bei manchen Dingen einfach durchlaufen. Vielleicht ist da gar kein Hindernis. Noch einer! Ich habe doch gerade mein Team gewechselt. Was der? Was? Wie hat er das hingekriegt? Was war denn das? Ich nehme mal dich mit, ich nehme mal dich mit. Dann du und... du. Dann du, dann... du, ja, ich wechsle einfach jedes Mal die Party, aber jetzt auf einmal kommen die neuen Charaktere einfach reingeschmissen. Verstehe ich nicht warum. Dafür ist ja richtig gut. Ja, ich habe, ja komm, ich habe Barney, der kann ja auch heilen. Barney ist sehr stark, aber was ist jetzt mit dem Wilbert Barney? Da mache ich mir jetzt auch Gedanken darüber. Da sinkt die Verteidigung. Dann ein Leben kann er machen. Dann dieser tote Mol. Eine Totenmalwurf. Was ist das hier? Einen toten Totenmalwurf zu machen. Alles klar. Und wir kommen anscheinend zum neuen Gebiet.
Dusty Fields. Wir haben einfach mal hier den dritten Sprunggebiet. Jetzt kommen wir aber ziemlich flott voran. Und hier kommen wir jetzt wahrscheinlich auch neue Gegner an. Aber jetzt mal ernsthaft, ja, nice Gebiet. Ja! Alter, was ist hier für hässlich hin? Ganz kurz, Alter. Oxy, Alter. Warum ist nichts passiert? Boah, ich hab die Attacke runtergetan. Komm, jetzt muss man hacken. Warum ist davor nicht geklappt hat? Keine Ahnung. Ich kann auch ein bisschen was machen. Mach mal Topf sogar noch mal. Kannst mal auch zerbieren. Das war krass. Ganz ehrlich, das war wirklich krass. Hier. Noch ein geglitschter Baum und noch eine Truhe. Quickstart Party. Ja, ohne Witz, jetzt habe ich 4 Chips. Und das auf die Schnelle. Was ist denn da los? Okay, vielleicht kann das auch nur Glück sein. Oh, so wie diese Truhe. 10 Tox. Wunderbar. Und wir gehen einfach mal den Weg entlang. Und hier ist schon wieder so ein Ding, wo ich nicht vorbei kann. Was ist das? Was ist denn das da unten? Ein Knopf unten noch irgendwas. Was ich leider nicht erkennen kann. Boxfight. Da steht immer wieder No. Pizza. Pizza ist nicht. Das sieht richtig geil aus. Okay, vergiss es. Die Biene ist einfach zu gut. Die Biene ist zu gut. Kann ich nicht genug sagen. Oh, was ist das denn? Das ist ja... Da hat er gesagt, finde eine Uhr. Und hier habe ich Lobet gefunden. Mini Waper. Was bringt der? Das ist auch so ein Angriff von Unterstützung oder was? Ich nehme einfach mal den. Look in my eyes. Ja, ich weiß. Du hast am meisten durchgemacht. Hier ist auch wieder Fredbear, also das ist jetzt... Die Truhe ist mir egal. Was ist das übrigens? Ich kapiere das nicht. Habe ich jetzt was Richtiges gemacht? Ich habe keine Ahnung. Habe ich jetzt was Richtiges gemacht? Belohnt wird's auf jeden Fall. Was das genau war, weiß ich überhaupt nicht. Es geht weiter. Es hat drin irgendwas geben. Abhalten. However, it's looked like something blocking the path. I'm sure it's nothing you can't handle. Okay, irgendein Tunnel ist es hier jetzt. Unmittelbare Nähe, aber anscheinend blockiert hier irgendjemand den Weg. You need to ram something. You enter a glitch object into a sub-tunnel. It's possible to find yet another glitch object inside. Okay, in einem geglitschten Gebiet noch ein geglitschtes Ding zu finden. Verstehe ich nicht ganz. That will take so in eine sub-tunnel beneath the sub-tunnel. Also in eine sub-tunnel, in eine sub-tunnel. Der even be more digital units there. Also du willst mir sagen, ich muss in eine geglitschte Welt gehen und dann in einen weiteren geglitschten Welt, in der geglitschten Welt reingehen. Alles klar. Ob ich drauf gehe, das ist dann alles deine Schuld. Just be so never go more than 3 glitch down. I'm not sure if you wouldn't find the way to back up. Noch ein, es gibt
noch einen Tunnel. Okay. Be sure to always search the new chip and bytes. There will be huge help against Master. Ja, okay, das habe ich ja. Also ich habe sehr viele Chips, ich habe sehr viele Bytes. Play along for now. You are being pulled on a string for amusement. Don't enter the glitch yet. You need to go into the mine. Find the clock. Ich muss noch eine Uhr finden. Still in Foxy, but more yarg. Alles klar. Anscheinend ist das da. Ein weiterer Bossgegner. Und hey, hier ist ein glitchter Stein. Okay. Wie sieht's mit meiner Party aus? Ich bin ja recht zufrieden damit. Wobei ich nicht die andere Party richtig ausprobiert habe. Ich riskiere es einfach mal. Von einem, denn ich habe ja jetzt einen neuen Verbündeter. Was auch immer der machen kann. Los geht's! Baumfett. Ach du meine Fresse, der hat ja zwei Minigas. Superlong. Ach, ich lieber Wayne der hier. Wow! Schnell. Für die Heilung. Boss! War das aber du? Oder der? 1000 Schaden! Alter! War das jetzt Bunny oder der? Ich check's nicht. Ohne Witz, ich check das nicht. 1000 Schaden. Und was bist du denn für einer? Alles klar. Die geht's anscheinend richtig gut. Hier ist ein Glitch-Gebiet, aber hier gibt's noch einen Tunnel. Und warum hängt das Spiel jetzt? Ist schon wieder mein PC warm? Ja, der ist übermäßig warm. Alles klar. Mein Spiel glitscht sich selbst aus. Und das sind nicht die Glitch, die bekannt sind. Und alle sind auch mal nicht da. Lol. What the fuck? Ist das absichtlich so? Oder was ist denn das? Ja. Oder ist das wirklich ein Spielfehler selbst? Wie ich schon sagte, es gab ja große Spielfehler. Und einer ist jetzt auf einmal nicht da. Ich denke mal, es liegt nicht an mir, sondern vielleicht teilweise an mir. Ich spüre auf jeden Fall, darauf kann man wieder Spiegelei braten. Verdammt. Aber glaube ich erstmal am Ende der Aufnahme, oder? Ist es so schlimm? Ich denke mal nicht. Gut, save ich hier noch einmal und dann gehen wir in die Tunnel. Mysterious Mine. Klar, das ist eine richtig große Mine. Auch so schlimm. Kann doch nicht sein. Ach bitte. Es hat doch so schön gelaufen. Man muss es jetzt... Ach komm. Ja. So schlimm. Doch, es will ja in den Kampf gehen, aber ich kann ja nichts machen. Hier sind Metall. Ja. Ja komm, die Attacken müssen auch kommen. Einfach mal sind alle drei weg. Ich glaube, das liegt nicht nur an meinem PC, denn sonst hätte es ja nur gewuschelt, aber meine Charaktere sind einfach weg. Alter! Hallo! Junge! Hört auf mich zu drehen! Alter, bleibt der Spielfehler! Was soll das? Was soll das? Nee, ohne Witz! Sind das aber diese Spielfehler? Sind das etwa diese Spielfehler, die Scott meinte? Ganz ehrlich.
Ja, leck mich doch. Ich wusste gar nicht, dass sie noch schlimmer sind. The more, the merry. Wo komme ich überhaupt jetzt raus? Ist die nächste Frage. Wo komme ich denn jetzt raus, wenn es überhaupt rauskommen will? Ja, wieder da. Ich denke, ich mache mal eine kurze Aufnahmepause.